Ja, und somit herzlich willkommen im Piss bei Forza Horizon 3. Wir sind immer noch beim Buggy-Spaß. Das zweite von drei Rennen in der Meisterschaft. Die ersten 20 Punkte und somit Platz 1 haben wir schon gesichert im letzten Part. Und wir schauen mal, wie es hier laufen wird. Oh, hier läuft es gerade aber nicht so gut. Hier läuft es gar nicht gut. Oh je. So, wir haben auch ein schönes Rundenrennen. Okay, das heißt, wir können uns eigentlich das Ganze mal ein bisschen anschauen und dann in den nächsten paar Runden vielleicht noch ein paar Plätze gut machen. Oder jetzt auch schon. Platz 10, ja toll, aber was immer, glaubt, wir starten immer auf Platz 8, glaube ich. Das heißt, gut gemacht habe ich bis jetzt eigentlich nichts. Das Rennen sind wir doch, glaube ich, noch super. Oh, das, Alter, guck mal, das war ja richtig mies. Es hat mir so schön zwei überholt. Da kam nämlich auf dem einen rum. So, bringt das was? Nein, es bringt nichts. Ist natürlich mega mies. Ich komme da nicht weg, gell? Ich darf noch mal ein Stückchen weiter zurückspulen. So, hier einmal. Also, es wäre schon geil gekommen, hier auf dem zu landen. Am besten noch dann vorne runter zu kommen. Und dann, ja, ihn damit zu überholen. Aber, ja, irgendwie hat es halt nicht so ganz funktioniert. Ja, was ich halt sagen wollte, Alter, schon wieder so eine Fasch aufs Dach. Wir sind das Rennen schon mal gefahren hier. Meine ich. Aber ich glaube auch mit einem relativ normalen Wagen. Also normal meine ich jetzt mit irgendeinem Limo oder so. Sind wir nicht das mal mit einem Lexus gefahren oder sowas in die Richtung? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, mit einem Buggy an sich sind wir dann nicht gefahren. Alter, so knapp. Jetzt sind wir hier Platz 7. Ja, geht einigermaßen. So, Achtung, Achtung. Jedes Rumgehoppel. Naja, mit dem Buggy geht's ja eigentlich einigermaßen. Ist ja natürlich schön gefedert. So, wir gehen wieder oben rum. Ich find's oben fast besser. Können wir wieder auf irgendeinem Dach landen. So, oder? Na, okay, diesmal nicht. Aber kann ja nicht immer so sein. So, oh, Platz 4. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch 3 Positionen bekommen. So, ich merke nicht so viel Bremsen, aber es drückt mich sehr weit raus. Das hier ist schon mal ein bisschen mies, da muss man sich eher rechts halten. So, das ist auch ein mieser Checkpoint hier. Der kriegt nicht. Oh! Habe ich hier den Crash schon bekommen? Kann man nochmal schauen. Na, ich kriege ihn halt voll ab. Muss ich halt auch nochmal ein bisschen weiter weg. Das hier war an sich ganz cool. Weil wir den hier eigentlich damit eigentlich ausschalten. Aber ich habe absolut keine Kontrolle. Aber eigentlich kann ich hier auch links rumfahren. Ich muss hier eigentlich nicht über die Rampe rüber. Ja, oder es dreht mich komplett. Natürlich auch super. Also hier muss ich durch. Der eine, den schießt man so ein bisschen ab. Alter, ich tue ja immer gegensteuern, wie so ein Wilder. So, immer noch 3. Und wir haben die letzte Runde. Alter, Moment. Das war nicht so toll. So, jetzt mal hier ein bisschen. Endlich mal wieder eine Position hier gewonnen. So, obenrum bin ich schön alleine. Stört mich keiner. Aber gebracht hat es noch... Oh, doch. Hat es was.
So, ja, Platz 2. Ich glaube, hier an 1 komme ich nicht mehr ran. Vielleicht noch in der Kurve, ich weiß nicht. Ah, nee, wird nix. Wäre cool gewesen, aber naja, geht ja einigermaßen. Also, wir haben nochmal eine Runde. Oh, fuck. Ich bin gar nicht so weit nach rechts gegangen. Ich habe gedacht, wir haben hier 3 Runden. Oder waren schon in der letzten Runde, aber wir haben ja noch eine. Das heißt, wir haben sogar noch eine Chance auf Platz 1. Ah, das ist natürlich sehr cool. Das ist natürlich dann auch eine gute Chance. Wir sind nah dran eigentlich. Ah, der Sprung war jetzt nicht so toll. So, meine Freunde. Ah, verdammt. Das hat gerade ganz schön Speed gekostet. Alter, da kommt noch einer. Ich weiß nicht, das können wir vielleicht sogar schaffen. Auch wenn wir da jetzt sehr weit zurückspulen müssen. Na toll, da sind wir schon durchgefahren. Hier ein ganze Rennen zurückspulen. Ah, jetzt haben wir hier was mitbekommen. Und dann, ja, blöd aufgekommen. Oder schon blöd abgesprungen. So, hier geradeaus. Alter, guck mal, was das halt an Speed wegnimmt. So, aber nee. Platz 2 lasse ich mir ganz sicher nicht nehmen. Platz 1. Naja, muss ich mich wohl damit zufrieden geben. Oder? Oder auch nicht. Moment mal. Moment mal. Come on. Ja, sehr schön. Aber sehr knapp. Schauen wir auf die Zeit. Was haben wir? Beste Runde Zeit. Alter, ein Hundertstel. Natürlich schon ein bisschen knapp. Aber zum Glück gerade noch so bekommen. So. Oh, gibt auch einigermaßen Credits. Erfahrungspunkte, sogar 10.000. Okay, gibt's was Tolles? Oder nur wieder ein paar Peanuts? Ein paar Peanuts! 100.000, sehr schön. Ich glaube, er ist einer der größten Gewinne. Außer, also, mit Ausnahmen von irgendwelchen Wagen. Ich meine jetzt einfach mal rein Credit-Gewinne. So, wir haben dann noch ein Rennen. Aber wir könnten mal... Driftzone, fehlgeschlagen. Na toll, steht da. So, wir haben noch dieses hier. Gar nicht so weit weg. Aber, was ich mal kurz noch schauen wollte, haben wir eigentlich sogar... wo war das? Rival, nein, Community, irgendwo war das hier bei Fortschritt. Wir haben sogar noch 3 Wheelspins. Irgendwann überspringt es manchmal. Wenn man irgendwie zu schnell was klickt oder so nach einem Rennen, kann es sein, dass es was überspringt. Alter, ich hab schon gedacht, ich krieg die 2000. So, das ist natürlich auch nice. Zweimal untereinander hier 100.000 abkassiert. Ja, jetzt nur noch 10% von 100.000. So, einen haben wir, glaub noch. So, ein Wagen wäre mal wieder was Schönes. Also, guck mal, wie viele hintereinander. Okay. Der drunter, das ist der gleiche, oder? Weil der eigentlich fast gleich aussieht. Aber ich meine, da stand was anderes. Lance Evolution ist schon geil. Dann müssen wir mal schauen, was es da für Versionen gibt. So, oh, wir müssen einmal umdrehen. Ah, oh, da können wir ja die Driftzone machen, Leute. So, BMW, was machst du? Du bist auf der... Ne, Moment, scheiße. Er ist auf der richtigen Spur. Ich war falsch. Sorry, Kollege. Alter, da haben wir eh schon 3 Sterne. Müssen wir eigentlich an sich gar nichts machen. Wir haben ja schon die 3. So, hier auf dem Weg wäre natürlich noch ein Rennen. Das lassen wir jetzt aber mal einfach mal kurz liegen. Vielleicht machen wir da eh wieder bald irgendwo eine Meisterschaft. Was ich bis jetzt gar nicht gesehen habe. Heute, also für euch in
dem letzten und den heutigen Part, dass wir noch gar keinen so Kreditboost oder so extra Kredit drin gesehen haben. Ne, nach dem lasse ich auch immer ein bisschen Ausschau halten. Ja, da ja schön richtig fett Credits bekommt. Aber bis jetzt ist mir noch gar keiner entgegengekommen. So, das dritte von drei Rennen im Gelände Buggy-Abenteuer. Okay. Wir haben, glaub einigermaßen, das hätten wir jetzt vielleicht hier irgendwo schauen können. Dass wir ein bisschen Vorsprung haben. So, ein Sprintrennen. Guck mal, wie die mich alle abziehen auf der Geraden. Bin Vollgas gefahren. Aber alle haben mich überholt. Ich glaube, ich habe wirklich einen schlechten Buggy erwischt. So, oh, Achtung, Baum. Ich glaube, ich habe wirklich einen schlechten Buggy an sich. Alter! Wo sind die gerade alle hängen geblieben? Ja, auch hier voll gegen die Mauer. Aber er ist halt schlecht aufgekommen. Oder sein Absprung war nicht so prickelnd. So, Gas geben, Gas geben. Der eine, der bremst mich, glaube ich, so ein bisschen. Dann einmal hier entlang. Einmal hier durch. Das sind wir Platz 7. Aber das reicht. Um. Fuck. Keine Ahnung, was. Wieso ich hier so mega weggerutscht bin. Ja, nachdem habe ich voll die Kontrolle verloren. So, was ich aber noch gern machen würde, wenn wir gerade hier im letzten Rennen sind mit den ganzen Buggys und so, können wir doch noch ein paar Fotos hier machen. So, weil... Wieso sieht das jetzt so komisch aus? Irgendeine komische Einstellung. Den einen haben wir nicht, den anderen... Weiß nicht, ob der jetzt mitkommt. Okay, alle drei, das passt. Fortschritt 48 von 60. Den haben die jetzt schon dazugezählt? Ich glaube schon. Dass wir da mal ein bisschen weitermachen können. Ein paar extra Credits fallen hier. 48 von 468. Das heißt, wir haben 10%. Bisschen mehr wie 10%. Richtig genial. Aber müsst ihr euch mal vorstellen. 468 Wagen. Davon kann man fast alle fahren. Ich meine, es gibt ja hier die ganzen Zivilwagen, sage ich mal, die so als Verkehr rumfahren. Da kann man ja nicht alle fahren. Ich weiß nicht, so der BMW, der 318er, kann man vielleicht sogar fahren. Aber da gibt es ja irgendwie die LKWs und Transporter, die kann man jetzt halt natürlich nicht fahren. So wie der zum Beispiel. Obwohl, den könnten wir vielleicht sogar fahren. Ich weiß es nicht. Alter, alle voll dagegen. Aber das muss man auch erstmal wissen. Platz 5? Alter, die sind alle da vorne. 30%. Können wir irgendwo schauen? Wir haben hier, irgendwie so einen... Die Liste oder so kann man jetzt nicht sehen, gell? Leider nicht. Das ist natürlich ein bisschen schade, ob es knapp wird oder nicht. Ich meine, ich habe ja, glaube ich, ein bisschen Vorsprung, aber Platz 5, ob das reicht? Das ist so eine Frage. Ich weiß nicht, kriege ich Platz 4 noch? Wäre, glaube ganz gut. Alter, eine Schanze! Oh, da ist ja schon die Ziellinie. Das wird eng, Leute. Also mit der Platzierung nicht eng, aber mit den Punkten vielleicht. Wegen der Meisterschaft. 10 Punkte, das ist halt heftig eigentlich. Wir schauen. Okay, wir haben doch noch 8 Punkte Vorsprung. Okay. Gerade noch so Glück gehabt. Okay. Schauen wir erstmal, wo wir dann sind. Noch eine Meisterschaft. Du weißt sicher nicht mehr, wie viele es sind. Zum Glück habe ich den Überblick. Ja, wir können sicherlich irgendwo in die Statistik reinschauen, aber ich weiß wirklich nicht, wie viele es sind. So, ein paar Credits. Alter, wir haben fast wieder eine halbe Million. So an sich gesehen. So, oh, 11.000 noch. Okay. Hier einige Fans. Alter, 400.000 noch. So, was machen wir jetzt Tolles? Ich sag mal, ja, ein bisschen Zeit haben wir noch.
Wir schauen mal auf die Karte. Wo sind wir denn überhaupt? Jetzt stehen wir da rum. Ja, okay. Dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt mal hier zu dem Festival und erweitern das mal. Das können wir noch erweitern. Und dann können wir vielleicht auch mal einen anderen Wagen wieder nehmen. Oder vielleicht den Hansel wieder. Oder ich... Schauen wir mal. Wobei, wir bekommen ja ein paar Angebote. Wobei ich jetzt eigentlich auch nicht unbedingt so mega Geld ausgeben will. Ich will ja natürlich mal schauen, ob wir hier so ein paar schöne, teure Wagen uns gönnen können. Irgendwann mal. Guck mal, da haben wir noch einen. Oh, da haben wir gleich zwei. Das ist natürlich sehr gut. Da machen wir ein schönes Foto von allen. Moment, hier ist es da oben. Ah, weiter hoch können wir gar nicht. Machen wir so ein Foto. Ah, Toyota Yaris hat es auch noch mitgenommen. Das heißt, vorne da der hier, der normale Wagen hier, den da, den hatten wir auch noch nicht. Einmal drei sogar. Ich habe gedacht, wir kriegen nur zwei drauf. Aber mit dem Yaris habe ich nicht gerechnet. Mich würde es halt mal interessieren, ob es irgendwo eine Liste gibt oder so mit den ganzen Wagen, wo wir schon fotografiert haben oder noch fehlen. Ich denke mal, werden halt die ganzen Wagen, wo im Verkehr rumfahren. Weil hier sehe ich nicht, habe ich den hier schon oder nicht? Okay, den Mercedes habe ich, glaube ich, schon. Aber bei ein paar, da weiß man halt absolut gar nicht. Hier den Ford, bei dem weiß ich es gerade gar nicht. So, wenn wir gerade so ein bisschen auf dem Weg sind, wir fahren ja ein bisschen chillig rum. Machen wir einmal... Eine kleine... Ja, Abkürzung nicht. Ja, ein Umweg. Wir haben hier so ein... Ja, okay, eine Aussicht wird es, glaube ich, nicht sein. Aber halt so ein kleiner Dinger hier. Marunder Regenwald. Oh, und plötzlich ist hell. Ein Fuchs. Ja, haben wir doch eine gute Ansicht gefunden hier. Mit einem Fuchs zusammen. So, 7 von 13 entdeckt. Da kann man auch noch schauen, dass wir alle machen. So, wir gehen weiter Richtung Festival. Vor allem ist es plötzlich hell. Mit der Ansicht habe ich die Tageszeit geändert. Okay, habe ich jetzt so an sich auch nicht gewusst. So, was haben wir hier? Hier haben wir keinen, wo wir noch fotografieren können. Die haben wir alle. Die Buggies haben wir fast alle. Sieht ja eigentlich ganz gut aus. Oh, hier haben wir ein Foto. Ja, okay, mit dem Buggy wird es eh nicht klappen groß. Wobei, fast 200 ist schon einiges, aber 100 Kilometer zum dritten Stand, 300. Ja, da werden wir mit dem Hansi oder sowas machen mal. Haben wir kurz knapp. Ein bisschen Landschaftsbau betreiben. Oh, wir sind ja schon da. Hallöchen. Links abbiegen. Wir sind ja schon da. Können wir das noch schön erweitern? So, meine Freunde. Sie haben Ihr Ziel erreicht. So, baut meine Bauarbeiter. Dann werden wir mal schauen, was noch schön dazukommt. Ein Erfolg. Sie müssen zusätzliche Pylone bauen. Führen Sie 10 Festival Upgrades durch. Mit all den Imbissständen könnte das Horizon Yarra Valley glatt als Gourmet-Festival durchgehen. So, was gibt's jetzt Tolles? Wir haben hier ein paar Angebote. Okay, ein Alfa Romeo. Ja, nicht so mega besonders. Hier ein Jaguar. Haben wir nicht sogar so einen irgendwie? Oder irgendwas in die Richtung hatten wir doch. Glaube ich mal. Hier ein Rolls-Royce. Ah, der ist gar nicht so teuer. 340 nur. Das ist jetzt die Frage. Hier ist nochmal einer. Auch mit 310. Und hier so mit Verdeck, ohne Verdeck. So, wenn wir jetzt zurückgehen, wenn sie die Automesse verlassen, das heißt, ich habe die Angebote an sich noch. Ich wollte mal schauen. Wir haben noch die Scheunenfunde, haben wir, glaube ich, noch einen.
Aber haben wir nicht von dem einen irgendwas gehabt? Hier, der S1 steht als neu da. Wenn wir den verkaufen, können wir die überhaupt verkaufen? Kriegen wir dann vielleicht hier die, nicht die Credits, sondern das T? Das würde mich auch mal interessieren, ob wir da vielleicht was machen können. Scheiße, ich wollte gerade sagen, vor allem die Nummer zweimal, aber das stimmt ja gar nicht. Ja, den haben wir ja mal gewonnen. So, was haben wir denn? Den haben wir ja auch mal bei einem Rad gewonnen. Den haben wir ja auch durch den Scheuenfund bekommen. Das ist ja auch Scheuenfund, weil die alle noch als neu gekennzeichnet sind. Auch Scheuenfund. Der da? Keine Ahnung, wo ich den her habe. Und den da? Woher habe ich den? Ich glaube auch gewonnen. So, ja, Aventador, den da. Hier eben. Aber das ist, glaube ich, ein anderer Maserati Ghibli. Komischer Name. Den haben wir ja auch vor kurzem erst gewonnen. Genial, hey. So, Moment mal. Nein, nicht Auktionshaus. Ja, Automesse. Wie komme ich da jetzt rein? Beliebt, Upgrade, DLC-Autos. Horizon-Empfehlungen. Hier haben wir irgendwelche Empfehlungen an sich. Ja, der Salin ist eigentlich auch ganz cool und gar nicht so. Alter, ein i8. Auch geil. Aber brauchen wir da nicht irgendwie ein DLC oder so? Weil da irgendwie wegen dem Dings irgendwas dran steht. Ja, hier brauchen wir irgendein Autopaket. Das wäre natürlich schon geil, der i8. Okay, aber eigentlich wollte ich... Wo komme ich denn zu den blöden Angeboten? Ja, erst wenn ich es verlasse... Naja, machen wir erst mit dem Scheunenfund. Moment. Oh, hier haben wir noch ein paar. So viele! Okay. Okay, es sind noch einige. Es war nur ein 1,5 Liter Motor, aber die Karosserie ist Glasfaser pur, wiegt also fast nichts. Sollte abgehen wie die Feuerwehr und hat eine Straßenzulassung. Worauf wartest du also noch? Jo, netter Flitzer. Okay, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.